Er ist noch keine 20 Jahre alt, aber jetzt schon einer der Großen seiner Zunft. Der Reutlinger Nikolai Striebl ist Zauberkünstler. Seine Leidenschaft hat ihm bereits einige Titel eingebracht, unter anderem ist er amtierender Jugendmeister der Zauberkunst. Anfang Mai folgte ein weiterer Erfolg, der Sieg beim Grand Prix im kanadischen Quebec. Nikolais Mutter hatte ihm vor einigen Jahren von einer Zaubershow erzählt. Daraufhin habe er versucht, einen der Tricks nachzumachen, was ihm mehr oder weniger auch gelungen sei. Danach hat Nikolai weitergemacht, mit Erfolg, denn eigene Auftritte ließen nicht lange auf sich warten. Das erste Mal auf der Bühne zu stehen, ist schon irgendwie so der erste Schritt, wenn man ständig zu Hause übt und stundenlang zu Hause Karten mischt und ausfächert und Kartentricks übt und dann das erste Mal tatsächlich vor Leuten aufzutreten. Das ist was Besonderes und dann, ja, eigentlich so mein erster Schritt in Richtung, ja, das Ganze ein bisschen professioneller zu machen, war, als ich meinen Regisseur kennengelernt habe. Im magischen Zirkel, wo Nikolai von anderen Zauberern als Gast aufgenommen wurde. Mit seinem Regisseur habe er dann die Nummer aufgebaut, mit der er die Jugendmeisterschaften 2014 gewonnen hat. Seither kommt er ganz schön rum. Aber ich glaube, so in der letzten Zeit, so im letzten Jahr, wenn dann wirklich Auftritte auch im Ausland folgen. Also ich war letztes Jahr in Peking, in China für eine Woche, bin dort aufgetreten. Dann war ich für Firmen auch schon unterwegs, war dieses Jahr auch in London, in Barcelona und jetzt eben in Kanada. Zu dieser Reise sei er ebenfalls durch seinen Regisseur gekommen. Er habe sich dann für den Wettbewerb angemeldet und konnte sich in der Sparte Bühne der Erwachsenen tatsächlich gegen die anderen 17 Teilnehmer durchsetzen und gewinnen. Dann am gleichen Tag gab es eine große Show noch im Theater, wo unter anderem die Preisträger aufgetreten sind, also die aus der Jugendkategorien, aus der Erwachsenen und ich war eben auch dabei. Und dann aus den Siegern wurde nochmal der Grand Prix-Sieger ausgewählt und das habe ich dann tatsächlich auch gewonnen. Seine Lieblingssparte jedoch ist die Manipulation, abgeleitet vom lateinischen Manus, die Hände, also Gegenstände verschwinden lassen, färben, klassisch seien dabei Karten oder Bälle. Das Besondere an Nikolais Auftritten, mit seiner Zauberei will er eine Geschichte erzählen. Meiner Nummer geht es um einen Schüler, der sich in der Schule langweilt und anfängt zu zaubern. Also ich zauber mit Papierbällen, mit Papierfliegern. Papierflieger färben sich, verschwinden. Darauf kommt wohl nur ein Schüler selbst, der seine Stifte lieber verschwinden lässt, als damit zu schreiben. Im Herbst fängt Nikolai ein Studium an. Ob seine Vorstellung in Zukunft dann wohl im Hörsaal und nicht mehr in der Schule spielt?